Einen wunderschönen guten Morgen zu den heutigen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich lade Sie herzlich ein, mir in den nächsten Minuten einfach ein wenig über die Schultern zu schauen und den ein oder anderen Chart mit mir zu analysieren und meine Gedanken dazu zu hören. Und vielleicht können Sie die ein oder andere Idee daraus direkt in Ihrem Handel auch umsetzen. Vorab, wie immer, der wichtige Risikohinweis: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Die Woche ist schön gestartet. Wir haben es gesehen bei den Indizes. Schöne Kurszuwächse, auch alles in Ruhe abgelaufen. Der Risikoappetit der Anleger scheint wieder so ein bisschen zuzunehmen. Das merkt man auch daran, dass der Goldpreis oder die Preise für die Anleihen dann doch ein ganzes Stückchen wieder nach unten gehen. Das sehen wir ja entsprechend in den Charts, wenn wir es uns mal einfach anschauen. Hier der Preis vom Gold beispielsweise, wenn wir uns das mal im Tageschart anschauen, die letzten Tage schön abwärts gerichtet. Gold ja ein Hafen sozusagen für die unruhigen Zeiten. Das ist immer ein Zeichen, wenn hier die Kurse sinken und die Aktienkurse steigen, dass doch etwas Geld aus diesem Sektor abfließen. Das Gleiche sieht man auch bei den Anleihen hier beispielsweise, wenn Sie sich das mal anschauen, beim Eurobobble stark fallende Kurse. Das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass Geld aus den Assetklassen für die sichereren Anlagen umgeschichtet wird und zu einem Großteil dann entsprechend in die Aktienmärkte wieder mit hineinfließt. Aus diesem Grund die Indizes schön gestern auch im Plus. Also eine Tendenz, die Sachen, die wir im Freitagswebinar bei der großen Indexanalyse besprochen haben, auch bestätigen und Stück für Stück vom Markt auch angenommen werden. Was habe ich heute für Sie vorbereitet? Im Blog-Eintrag auf Tickmill habe ich über das Währungspaar Euro-Austral-Dollar geschrieben. Ich hatte britisches Pfund, Schweizer Franken und den britischen Pfund, japanischen Yen auf der Uhr, und da schauen wir auch einfach einmal rein. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit dem Euro-Austral-Dollar. Hier hatte ich heute Morgen im Chart die Zeiteinheit der Woche ausgewählt. Warum? Sie sehen es hier. Wenn wir uns den aktuellen Chartverlauf auch anschauen, der Wochenchart ist mittlerweile sehr, sehr, sehr tief korrigiert. Wir sind in den Bereich hier, in diesen Unterstützungsbereich hineingelaufen, um die Preise von, was haben wir hier unten stehen, 1,52529. Das Korrekturtief ist zwar noch ein Stückchen weiter nach unten gelaufen, aber hier in diesem Bereich haben die Kurse schon das ein oder andere Mal nach oben umgedreht. Das ist das eine. Wir haben hier einen Bereich, wo die Kurse auch abprallen können, aber in puncto Betrachtung dieses Trends ist das natürlich auch ein gewisses Spannungsmoment, was sich hier aufbaut, weil hier gibt es ja zwei Dinge, die an dieser Stelle opportun werden. In dem ersten Fall, wenn man davon ausgeht, dass sich ein Trend normalerweise eher fortsetzt, als dass er bricht, haben wir hier natürlich jetzt eine schöne Chance, wenn der Markt hier unten in diesem Bereich irgendwo Tendenzen zeigt, dass wir rumdrehen, dass der Markt wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends läuft, dann haben wir einen schönen frühen Einstieg in das, was sich dann als Bewegungsarm abzeichnen lassen kann. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann können wir auch schon planen, wer an welchen Stellen nach uns kauft. Und das sind dann immer gute Tendenzen, gute Eigenschaften von einer Bewegung, wenn man relativ früh und relativ risikoarm reinkommen möchte. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn ein Trend so tief nach unten gefallen ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass dieses Level hier gebrochen wird und dieser Trend sich dann natürlich entsprechend auflöst oder nicht auflöst, aber es möglicherweise ein neuer Trend nach unten entsteht. Bei einem solchen Trendbruch kann es dann auch relativ fix gehen, dass der Markt eine gewisse Dynamik entwickelt und dann die tiefer liegenden im längerfristigen Bereich hier natürlich die tiefer liegenden Bereiche anläuft. Das heißt, wir haben hier im Wochenstartchart Bereiche um die 1,49756 beziehungsweise hier unten 1,48104. In den Bereichen haben wir Unterstützungen im Markt liegen. Das heißt, wenn der Markt hier unten durch
durchbricht, ist der nächste Anlaufpunkt erstmal hier natürlich das Korrekturtief. Ja? Damit, wenn wir unten brechen, ist dieser Aufwärtstrend gebrochen. Das könnte dann die Dynamik nach unten auflösen. Kommt es allerdings dazu, was ich im ersten Schritt gesagt hatte, dass der Markt hier rumdreht, also wird eine sehr, sehr tiefe Korrektur gesehen haben und wir jetzt wieder die Bewegung irgendwann anfangen, dann liegen die nächsten Anlaufpunkte natürlich erstmal an erster Stelle hier am Wochenhoch bei 1,54222 und dann gefolgt, wir haben hier, Sie sehen es, die Hochkurse dieser entsprechenden Vorwochen bei 1,55261 und 1,56608. Dieser Bereich hier ist übrigens auch ein Widerstandsbereich. Sie sehen es hier, der wurde hier oben beziehungsweise hier unten etwas als Support genutzt und jetzt, weil wir drunter gerutscht sind, ist es dann natürlich ein Bereich, wo wir von unten nach oben wieder durch müssen, um die Bereiche hier oben zu erreichen. Also zwei Möglichkeiten sind hier offen. Wie schaut das Ganze aus, wenn wir uns das Ganze hier in diesem Bereich anschauen? Da schauen wir einfach mal in die Woche hinein und was brauchen wir da? Wir brauchen hier unten natürlich erstmal einen aufwärts tendierenden Markt, weil Sie sehen es im großen Bild, die Woche ist natürlich abwärts gerichtet. Die steht auch sehr, sehr weit in Bewegung sozusagen. Wir sehen hier schön untergeordnet den Bewegungstrend, also diejenigen, der aktuelle Trend ist dann sozusagen das hier, also das Stückchen hier ist jetzt der aktuelle Trend, wenn man das ins gesamte große Bild überordnet, haben Sie halt hier natürlich jetzt den Bewegungstrend hier in dieser Richtung, den Korrekturtrend hier in dieser Richtung und dieser aktuelle Trend gibt hier momentan natürlich die Richtung vor und der muss sozusagen sich umkehren, das heißt, wir brauchen hier eine Tendenz nach oben, wir brauchen schön einen Markt, der nach oben läuft und uns anzeigt, hallo, jetzt wollen wir hier rumdrehen, jetzt läuft der Markt wieder nach oben in die andere Richtung, das sind dann natürlich die Punkte, die wollen wir hier sehen und das ist dann das Muster, dieses Abprallmuster, was sich durchaus hier entwickeln kann im Wochenchart, dass wir das dann sehen, der Markt will hier entsprechend nach oben rausgehen und dadurch sehen wir das Ganze hier natürlich in den Einstellungen dann als Aufwärtstrend im Tag und das ist ja genau das, was wir brauchen als Abprallmuster. Also hier der Blick darauf, das ist sicherlich kein Trade für das kurzfristige Trading, aber es könnte unter Umständen, wenn der Markt hier nach oben läuft, sich über die nächsten Wochen doch einiges an positiver Dynamik auch eröffnen, auch unter einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Aus diesem Grund ist das sicherlich ein Wert für den einen oder anderen Trader, um das Ganze auf die persönliche Watchlist zu legen. Dann wechseln wir mal in den Tageschart mit dem Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken. Und zwar haben wir hier eine Situation, in der der Markt, Sie sehen es hier, in einem Abwärtstrend steht, wo er doch ganz ordentlich tief nach unten gelaufen ist. Und jetzt hier aus den letzten Tagen heraus eine kleine Korrektur gemacht hat. So, das ist das Thema der Korrektur. Hier hatten wir gestern eine Kerze, die deutlich nach unten gelaufen ist. Sie sehen es auch hier, das Tief der heutigen Kerze ist nochmal ein Stückchen weiter nach unten gelaufen. Wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen, haben wir hier halt die Situation, dass dieser Aufwärtstrend, der sich über die Korrektur, also ich gehe nochmal zurück, diese Kerzen, die sich hier entwickelt haben, wo der Markt nach oben gelaufen ist, das hat sich im Stundenchart, Sie haben es gerade gesehen, hier als kleiner Aufwärtstrend entsprechend auch etabliert. Ne? Und dieser Aufwärtstrend hier, dieser kleine Aufwärtstrend, den wir haben, der ist gestern durch diesen Move nach unten entsprechend gebrochen worden. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass dieser Schub eine Korrektur erhalten hat. Und wenn sich das ganze Muster jetzt hier entsprechend fortsetzt, das heißt, dass der Markt wieder die Schwäche bekommt, die er uns hier gestern gezeigt hat, dann wäre es gut möglich, dass wir hier weiter fallende Kurse sehen, innerhalb der nächsten oder die entsprechend in die nächsten Unterstützungen auch reinläuft. Das heißt zum einen erstmal das Tief dieser Kerzen hier unten erneut antestet bei 1,30580 und wenn dieser Bereich nicht halten sollte, dann sind die Anlaufpunkte hier, um diese Tageskerzen tiefs möglicherweise zu sehen, hier um die 1,29966 beziehungsweise dann hier unten in dem Bereich des Tiefs vom März, Anfang März bei 1,28600. Das wären mal die Punkte und was ich hier entsprechend im Auge habe, ist natürlich, Sie sehen es hier, warum ich das Ganze auch so eingezeichnet habe, wir hatten hier eine Bewegung in dem Markt, das ist jetzt ein bisschen schwach gezogen, wir hatten hier die Korrektur entsprechend, wir hatten auch hier zwischendrin mal einen kleinen Schub sozusagen noch nach oben und dann entsprechend hier die Bewegung nach unten und das ist das, was wir jetzt hier momentan sehen, das heißt, dieses kleine Stück hier ist jetzt tief korrigiert, hier gab es gestern die
die Umkehr und die muss natürlich bestätigt werden. Jetzt gab es hier einmal diesen Rutsch nach unten. Das heißt, was natürlich dafür spricht, wenn der Markt weiter nach unten läuft, wäre dann die Situation, wenn sozusagen der Stundentrend hier Stück für Stück sich fortsetzt. Das heißt, der Markt hier dynamisch weiter nach unten läuft. Das kann man sich sicherlich auch noch im Kleineren mal noch mit anschauen. Also je nachdem, welche Zeiteinheit Sie dann zum Traden nutzen. Sie sehen hier schön im 15-Minuten-Chart den abwärts gerichteten Markt, der auch hier jetzt schön in seiner Korrektur entsprechend steht. Und wir brauchen dann halt die Umkehr nach unten. Das heißt, dass diese Korrektur, die jetzt hier Stück für Stück im 15-Minuten-Chart auch trendförmig nach oben läuft, das muss natürlich nach unten gehen. Wir sollten also entsprechend hier die Märkte auch im Stundenchart entsprechend nach unten tendierend weiter sehen. Das heißt, wenn wir hier oben drüber laufen, wäre das erstmal ein Zeichen, dass der Markt doch eher erstmal nach oben möchte als nach unten. Von der Seite her müssen wir hier ein bisschen auf die Märkte hören. Wenn der Markt dann doch nach oben tendieren sollte, das heißt, sich die grüne Tendenz, die wir aktuell im Chart sehen, im Tageschart, dann haben wir hier oben die Anlaufpunkte einmal um die 1,32,225, beziehungsweise Sie sehen es hier im Trendverlauf der Stunde, die nächsten Hochs, die hier auch anliegen. Sehen Sie mal hier bei 1,32,346 haben wir eins, bei 1,32,458, das ist, Sie sehen die entsprechenden Hochpunkte, das wären dann Anlaufmarken, sollte der Markt dann hier doch zu Stärke zurückkehren und erstmal noch ein Stückchen weiter nach oben zurücksetzen. Diese beiden Möglichkeiten haben wir ja hier, obwohl aus rein trendtechnischer Sicht, wenn man das Ganze hier so sieht, wir haben halt übergeordnet den Verlauf und der Markt hat jetzt hier schon schwach reagiert, das heißt, mein priorisiertes Szenario ist hier eher die Kurse nach unten fallen zu haben und das Ganze entsprechend dann auch zu traden, also mit dem Trend sozusagen die Positionen auch in den Markt zu bringen. Und damit zum dritten Währungspaar, und zwar der britische Pfund, japanischer Yen. Auch den schauen wir uns im Tageschart an und da haben wir hier, ich habe das für Sie auch eingezeichnet, ebenfalls einen schönen abwärts gerichteten Markt. Das sehen Sie hier, der Markt ist auch deutlich in seine Korrektur hineingelaufen, hat im gestrigen Hoch hier sogar mal in den Bereich des letzten Ausbruchs hineingelugt und dann wurde er komplett wieder abverkauft. Und das ist ein Zeichen, da sehen wir hier sehr, sehr schön die Schwäche des Marktes sozusagen. Das heißt, hier unten drinnen haben wir gesehen, die Marktteilnehmer waren hier oben, aber die Luft wurde dünn, es wurde komplett wieder abverkauft. Und auch hier bei diesen Umkehrmustern in den Korrekturen ist natürlich eins sehr, sehr wichtig, sie müssen entsprechend bestätigt werden. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an, dann sollten wir hier natürlich definitiv einen sich fortsetzenden Abwärtstrend sehen. Was wir hier gesehen haben mittlerweile ist, dass der Aufwärtstrend entsprechend gebrochen wurde. Wir haben ja hier das letzte Korrekturtief in diesem Bereich gehabt und dieses Tief wurde gestern entsprechend unterschritten. Was jetzt hier noch zur sage ich mal, Bestätigung dieses Kursmusters aufkommen sollte, wäre natürlich die Situation, dass wir hier einen Abwärtstrend bekommen. Das heißt, dass der Markt an irgendeiner Stelle wieder rumdreht. Das heißt, das kann an jedem dieser Punkte hier passieren. Er kann noch bis hier hoch laufen. Das ist überhaupt kein Problem, um dann nach unten rumzudrehen. Das können wir ja dem Markt entsprechend nicht aufzwingen. Aber wenn die Schwächephase eintritt, dann sollten wir nicht über dieses Hoch drüber hinauslaufen. Dann sehen wir in der Stunde einen abwärts tendierenden Markt, der dann entsprechend natürlich die Anlaufpunkte auf der Unterseite sucht. Da kann man zum einen hier im Stundenchart die Marken sehen, die wir hier in diesen Bereichen, in den grünen Balken, die ich hier reingelegt habe, sehen können. Also das heißt, das ist einmal hier unten dieser Bereich um die 144,557, beziehungsweise dann hier unten weiter haben wir noch einige Punkte laufen bei 144,220, bevor wir dann in die Tiefsbereiche hier unten reinkommen. Wer sich das Ganze im Tageschart anschaut, das sind entsprechend hier, Sie sehen selbst die Tiefs der Vortageskerzen, die hier als Anlaufpunkte auch gelten könnten, auf dem Weg zum aktuellen Trendtief bei 143,173, wie wir es hier im Chart sehen. Und Sie sehen auch im vergangenen Chartverlauf haben diese Umkehrformationen mittlerweile relativ gut funktioniert. Wenn sie einmal getriggert wurden, dann kam der Markt runter und vielleicht ist es hier diesmal auch so. Aus diesem Grund habe ich hier das Ganze entsprechend auch aktuell auf meine Watchlist für den heutigen Handelstag entsprechend auch hinaufgenommen und Ihnen diese Idee einfach einmal vorgestellt, damit Sie hier auch Ihre eigenen Setups in den Markt hinein traden können. Damit zu den heutigen Handelsideen. Ich schaue gerade mal in den Chat auf Facebook hinein. Ich sehe gerade keine weiteren Fragen. Also ich
möchte Sie auch gerne dazu ermutigen, wenn Sie die ein oder andere Frage zu einem Chart haben, stellen Sie die ruhig hier direkt auf Facebook und damit können Sie ein paar Blicke von mir in den Chart auch erhaschen. Meine Meinung, wenn Sie die mögen, gern hören und damit entsprechend auch vielleicht die ein oder andere Bestätigung oder eine Sichtweise auf den Chart bekommen, die Sie gern auch haben möchten. Ansonsten verweise ich sehr, sehr gern auch nochmal auf den YouTube-Kanal von Tickmill. Dort wird das Webinar dann auch gleich wieder hochgeladen. Das heißt, Sie können es zum einen hier auf Facebook immer wieder ansehen, aber auch auf dem Kanal von Tickmill, wo wir auch regelmäßig die Webinare hochladen. Werden Sie gern auch dort Fan, abonnieren Sie diesen Kanal und damit werden Sie dann auch nichts verpassen, wenn wir etwas hochstellen. Da möchte ich mich an dieser Stelle wieder für die Aufmerksamkeit bei Ihnen bedanken und freue mich schon, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen. So gegen 8 Uhr gibt es im Blog von Tickmill den entsprechenden Eintrag mit meinen Handelsideen und ja, dann entsprechend gegen 9 Uhr oder um 9 Uhr die Live-Besprechung der Handelsideen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag, gute Trades und bis morgen, Ihr Max Heidel.